Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Leserinnen und Leser, jetzt auch momentan, mal sehen, ob es immer noch so bleibt, bei Facebook auch wieder, bei FKK.com und bei YouTube. Ich hatte es ja gerade schon mal angekündigt, ich begrüße euch nochmal zur 179. Geschichtsstunde von Egon, weil mir waren heute einige Sachen zu wichtig, sodass ich die eigentlich vor dem Geschichtsvideo bringen wollte, sie aber jetzt zu einem eigenen Video gemacht habe. Und das dann so lang geworden ist, dass sonst nichts mehr fürs Geschichtsvideo übrig geblieben werde, bliebe. Also wir kommen jetzt mal zu der Geschichtsstunde Nummer 179 und haben da das Jahr 1931 gestern abgeschlossen. Millionen stehen auf der Straße, war das letzte Thema. Ich hatte es gestern angekündigt, wo ich mir das Video nochmal angeschaut habe, habe ich gesehen, ich habe das Video als Bild angekündigt, auch nicht gezeigt, was Sozialdemokraten und angebliche Demokraten zur Zeit der Weimarer Republik aus dem deutschen Volk gemacht haben. So sah es nach 13 Jahren Weimarer Republik aus. Hier steht zwar, Millionen stehen auf der Straße, sie sitzen gerade, da sieht man, die konnten nicht mehr stehen vor Entkräftung. Ja, das ist das, was die hochgelobte Weimarer Republik dem deutschen Volk angetan hat, die man heute immer wieder so als tollste Zeit der Deutschen hinstellen will. Aber nur von denen, die nichts Gutes mit den Deutschen vorhaben. Das ist einfach mein fester Standpunkt und das zeigt sich in vielen Sachen, wo die SPD auf Arbeiter hat schießen lassen, nur weil sie ja Rechte gefordert haben. Wo wir mit Milliarden überzogen worden sind, ohne echte Gegenwehr durch diese Demokraten, wo wir geknechtet worden sind ohne Ende. Ne? Und trotzdem haben wir noch gute Leistungen vollbracht. Die der 20er Jahre hat man ja schon gestern abgeschlossen, mit dem, schon vorgestern, mit dem Jahr 1931. Heute geht es weiter mit dem 2. Januar 1932. Die japanischen Invasionstruppen in der Mandschurei erzielen in ihrem im August 1931 begonnenen Feldzug einen militärischen Durchbruch. Nach tagelangen Artillerie- und Bombenangriffen erobern sie die Stadt Jinju. Kleinen Moment, ja, gerade. Ich brauche mal was. Schluck Milch. Prost. 3. Januar 1932. Für die indische Nationalbewegung beginnt das neue Jahr mit einem Rückschlag. In Bombay, in Klammern Mumbai, Klammer zu, heute wird ihr Führer Mahatma Gandhi von den Kolonialbehörden verhaftet. Ja, so sind damals die vorbildlichen britischen Demokraten vorgegangen. Man hat den Mann erst eingeladen, durfte erstmal seine freie Meinung äußern. Und für die freie Meinung, die er da geäußert hat, nämlich dass Indien unabhängig werden soll, hat man ihn dann gleich auf dem Rückweg verhaftet. So arbeiten unsere Demokraten und so werden heute auch wieder die Briten um ihren Brexit beschissen durch Frau May, ne, die ja erst gesagt hat, lieber kein Vertrag als ein schlechter Vertrag. Mittlerweile sagt es umgekehrt, lieber so ein schlechter Vertrag als kein Vertrag. Nur um zu verhindern, ein Paradebeispiel zu zeigen, wie es auch ohne jedwede EU einem Land gut gehen kann in Europa. Das ist der Hintergrund, warum man diesen Vertrag abschließen will. Man will gar nicht zulassen, dass es ein Beispiel dafür geben soll. Weil was dann kommt mit diesem Vertrag, hat ja mit dem Brexit und mit dem souveränen Land nichts mehr zu tun. Ne? Mal schauen, wie sich die Briten, die ja vom Volk gewählt worden sind, im Parlament entscheiden, ob sie diesen Brexit-Beschiss mitmachen. Weiter geht's mit dem 18. Januar 1932. Das war dann die Stelle, wo mich meine Schwester unterbrochen hat, wie ich es vorhin im ersten Video gesagt habe. Spanien droht Bürgerkrieg. In der nordspanischen Hafenstadt Bilbao kommt es zu Straßenschlachten zwischen baskischen Separatisten und Polizeikräften. 32 Personen erleiden teilweise schwere Verletzungen. Auch andere Landesteile fordern mehr Autonomie von der sozialistischen Zentralregierung in Madrid. In Katalonien herrschen seit Wochen bürgerkriegsähnliche Zustände. Kräfte der extremen Linken versuchen in blutigen Straßenkämpfen ihre Autonomieforderungen durchzusetzen. Allein im Januar fordern die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Spanien 7 Todesopfer.
Um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, geht Madrid am 15. September auf die Forderung der katalanischen Separatisten ein. Katalonien erhält ein Autonomiestatut, das der Region eine gewisse Unabhängigkeit zugesteht. Den ebenfalls um größere Selbstständigkeit kämpfenden Basken verweigert die Regierung in Madrid jedoch auch weiterhin Zugeständnisse in der Autonomiefrage. Seit dem Rücktritt des konservativen Diktators Miguel Primo de Rivera am 28. Januar 1930 wird Spanien von innenpolitischen Auseinandersetzungen erschüttert. Nach den Gemeindewahlen im April 1931, bei denen Sozialisten und Republikaner einen überwältigenden Sieg über die Monarchisten erringen konnten, war in mehreren spanischen Städten die Republik ausgerufen worden. Und da haben wir noch ein Bild. Regierungstruppen sichern die spanische Bank in Bilbao vor Übergriffen. Wie sich doch die Bilder gleichen. Kennen wir das nicht von heute? Ne? Wie heißt der Puigdemont und Unabhängigkeitsbewegung etc. Und wir können immer wieder feststellen, angeblich kommt die Gefahr von rechts, aber in Wirklichkeit die Umstürze und Putsche, die werden immer von links durchgezogen und sind die blutigsten in der Geschichte. Ne? Und deswegen sind ja die Linken zusammen mit ihren zionistischen Freunden immer besonders darum bemüht, vor rechts zu warnen, obwohl die Rechten meistens nur eines wollen, nämlich Ordnung in ihrem Land. Ne? Während die Linken spalten, wo es nur geht, zusammen mit ihren zionistischen Freunden. Und die Linken nur eines bemüht sind, jede Einheit kaputt zu machen, weil ohne Einheit, eine Einheit in einem Volk, können sie am besten regieren, wenn sie jeden gegen jeden hetzen. Alt gegen jung, arm gegen reich und was so alles so für Möglichkeiten bestehen, um Leute gegeneinander aufzubringen. Ne? Weiter geht's am 19. Januar 1932. Übergriffe auf jüdische Studenten. An der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität greifen nationalsozialistische Studenten jüdische Kommilitonen an und hindern sie gewaltsam am Betreten der Hörsäle. Bei den Übergriffen werden vier jüdische Studenten verletzt. Der Rektor der Universität verfügt daraufhin die Schließung der Lehranstalt für die Dauer von 2 Tagen. Auch an österreichischen Hochschulen provozieren Mitglieder der nationalsozialistischen Studentenschaft Krawalle. Da, ich habe das auch mit dem Fußballspiel beschrieben. Wir haben das Bild gesehen, wie Deutschland nach 12 Jahren Weimarer Republik aussah, wie das deutsche Volk aussah, dass es Aggressionen gab. Ist kein Wunder, ist kein Wunder. Und die gab es nicht nur in Deutschland, sie werden bloß bei uns immer besonders beschrieben und hervorgetan. Wir haben es ja erlebt, 1931 in Spanien waren es die katholischen Kirchen, die Klöster, die niedergebrannt worden sind. Na? Ja, weiter geht's mit einem Bild dazu. Vor der Wiener Universität bilden uniformierte Nationalsozialisten eine Menschenkette und hindern jüdische Studenten am Betreten des Gebäudes. So, und das haben die Zionisten eingebrockt, weil die halt den Antisemitismus immer schön am Kochen halten, weil sie aufgrund dessen dann alle Rechte bekommen und jeden mundtot machen können, der sich dann gegen wahre Missstände auflehnt, unter dem Pseudonym Antisemitismus. Weiter geht's, 26. Januar 1932. Adolf Hitler umwirbt Industrie. Vor dem Düsseldorfer Industrieclub äußert sich der Vorsitzende der NSDAP, Adolf Hitler, zu den wirtschaftspolitischen Grundsätzen seiner Partei. Vor rund 650 geladenen Vertretern der deutschen Wirtschaft und der Großindustrie bekennt sich Hitler ausdrücklich zum Privateigentum und zum Führerprinzip in der Wirtschaft. Seine rund 2,5 Stunden dauernde Rede wird von der Mehrheit der Anwesenden mit großem Beifall quittiert.
Hitler nutzt die Gelegenheit, den gegenüber der NSDAP bestehenden Vorbehalten, die sich vor allem auf die sozialistischen Parolen des linken Parteiflügels beziehen, mit einem Bekenntnis zur kapitalistischen Wirtschaftsform entgegenzutreten. Die Beseitigung des parlamentarischen Systems im Innern und die Wiedererlangung der deutschen Machtposition in der Welt seien die wichtigsten Voraussetzungen zur Überwindung der Wirtschaftskrise. Müssen wir nicht weiter kommentieren, ne? Alle, die reich geworden sind durch diese Sache, sind heute und sie haben ja selber erlebt, wie sie unter den Maßnahmen der Franzosen, Briten und Amerikaner gelitten haben und die dadurch davon befreit worden sind, tun heute so, als ob das alles schlecht und ohne Grund war und alles nur böse, böse Ideologie etc. Dabei weiß jeder von denen, die dadurch ein Imperium gegründet haben, wie man es mit Deutschland in den 1920er Jahren getrieben hat. Und auch diese Art und Weise oder diese Aggressionen sind dadurch entstanden, wie man mit uns nach dem Ersten Weltkrieg umgegangen ist und wie es zu diesem Ersten Weltkrieg gekommen ist. Weiter geht's mit dem 2. März 1932. Lindbergh-Baby entführt. In den Abendstunden dringen Einbrecher in das Haus des ersten Atlantiküberfliegers Charles Lindbergh in Hopewell, US-Bundesstaat New Jersey ein und entführen dessen 20 Monate alten Sohn. Ein im Haus zurückgelassener Brief enthält eine Lösegeldforderung von $50.000. Die Entführung des Kindes, das aus einer amerikanischen Vorzeigefamilie stammt und dessen Vater ein Nationalheld ist, löst in der weltweiten Öffentlichkeit eine ungewöhnlich große Anteilnahme aus. In einer Zeitungsanzeige erklärt die Familie auf Anraten der Polizei ihr Einverständnis mit den Forderungen. Nach der Übergabe des Lösegeldes meldet sich der Entführer jedoch nicht mehr. US-Präsident Herbert C. Point Hoover schaltet sich persönlich in die Ermittlungen ein und weist die Polizei aller Bundesstaaten an, die Suche aufzunehmen. Allein in der direkten Umgebung des Tatorts sind 15.000 Polizisten und Detektive im Einsatz. Insgesamt beteiligen sich 100.000 Menschen an der Verbrecherjagd, auch die Medien, die das Familienleben des Flugpioniers ohnehin auf Schritt und Tritt verfolgt hatten, werden eingeschaltet. Über Rundfunk wendet sich die Mutter des Kindes an Ann Morrow Lindbergh, eine Tochter des populären Senators Dwight Morrow, an die Hörer. Mit Kleinanzeigen in Tageszeitungen versuchen die Behörden, Kontakt mit dem Entführer aufzunehmen. In ganzseitigen Aufrufen wird die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen. Dennoch bleibt die mit einem beispiellosen Aufwand betriebene Großfahndung zunächst ergebnislos. Am 12. Mai findet ein LKW-Fahrer in einem Wald bei Hopewell den Leichnam des Babys. Eine Autopsie ergibt, dass der Entführer das Kind bereits im März, kurz nach der Entführung, ermordet haben muss. Von dem Täter fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei hofft nun, den Mörder anhand der registrierten Banknotennummern des Lösegelds ermitteln zu können. Erst am 19. September 1934 nimmt die Bundespolizei den deutschstämmigen Bruno Richard Hauptmann fest. Am 13. Februar 1935 wird Hauptmann, der die Tat bis zum Schluss leugnet, in einem Indizienprozess zum Tode verurteilt und 1936 hingerichtet. Trotz vielfältiger Kritik an dem Verfahren und juristischer Zweifel an der Richtigkeit des Urteils wird ein Gesuch um Wiederaufnahme des Verfahrens vom obersten Gericht in Washington abschlägig beschieden. Tja, was hat man wohl damit bezweckt? Ausgerechnet einen Deutschstämmigen mit, ja, Indizien, die, wie man ja hier selber erfahren können, äußerst zweifelhaft waren, zum Tode zu verurteilen. Man musste das Bild des bösen Deutschen in Amerika schüren. Und da waren wieder gewisse Kreise sehr stark dran beteiligt, ne? Und das ist immer wieder dasselbe. Ob wir heute in die Politik gucken, ob wir heute in Gerichtsverfahren gucken, gerade hier in diesem Land.
Es werden Urteile gefällt, wo jeder nur den Kopf schütteln kann und wo jeder sieht, dass es mit Rechtsstaat nichts zu tun hat, sondern einfach nur politisch motiviert ist. Und dagegen werde ich mich immer auflehnen und ich merke, dass immer mehr Leute auch in diesem Land und in der Welt sich gegen diese Art und Weise der Justiz auflehnen, die mit Rechtsstaat nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Ja, diese Justitia, die da herrscht, die ist blind, aber blind, was die Politik betrifft. Ne? So wie sie eigentlich blind sein sollte, nämlich dass jeder gleich ist vor dem Gericht, hat das nichts mehr zu tun. Und wie gesagt, wir haben hier wieder erfahren, dass hier ein Mensch wahrscheinlich hingerichtet worden ist, der überhaupt nicht schuld war. Der richtige Mörder vom Baby, des Herrn Lindbergs, der hat bestimmt noch Jahre gelebt. Wunderbar. Und hat sich darüber gefreut, dass man einen bösen Deutschen genommen hat. Dann haben wir noch ein Bild dazu. Bei der Fahndung nach dem Lindberg-Baby wird die Öffentlichkeit unter anderem mit einer aufwendigen Plakataktion um Mithilfe gebeten. Der Aufruf wird in mehr als 1400 Städten verteilt. Und das Bild, da will ich mal vorlesen, weil ich denke mal, dass das nicht alles zu erkennen ist im Video. Ganz oben, das kann man sicherlich lesen, wanted, also gesucht. Information as to the whereabouts of Chess Point A Point Lindbergh Jr. of Hopewell, New Jersey. Das ist abgekürzt hier mit N Point, J Point. Son of Col Colonel, ist abgekürzt mit COL Punkt. Chess A Point Lindbergh, world famous aviator. This child was kidnapped from his home in Hopewell, N Point, G Point für New Jersey, between 8 and 10 p.m. on Tuesday, March 1, 1932. Description: age 20 month, weight 27 to 30 lbs, height 29 inches, hair blonde curly, eyes dark blue, complexion light deep dimple in center of chin, dressed in one piece coverall night suit. Ja, ich will es jetzt nicht alles übersetzen. Das letzte war die Beschreibung der gesuchten Person. Oben haben wir das Bild. Und da steht das alles, was ich gerade vorgelesen habe. Tja, so wurde selbst dieses Ereignis als Hetze gegen die Deutschen verwendet damals in dieser Zeit. Und dann haben wir noch ein Bild. Der Entführer hinterlässt im Kinderzimmer der Lindberg-Familie eine Notiz, in der er seine Lösegeldforderung formuliert. Ich will mal schauen, ob ich das, weil das handschriftlich geschrieben ist, ordentlich lesen kann. Dear irgendwas. 50.000. Nee, das kann ich nicht lesen. Also das ist zu gekritzelt. Also das zeige ich euch einfach so. Ist auch egal. Lösegeldbriefe sehen in der Regel alle gleich aus. Wir wollen Geld, sonst kriegt ihr Kind nicht zurück. Tja, ist abscheulich, wie selbst diese Tat zur Hetze gegen uns Deutsche damals verwendet worden ist. Weiter geht's mit dem 13. April 1932. Da passierte das, was Rote, Linke und Zionisten immer sehr gerne tun, wenn politische Gegner zu stark werden. Erleben wir ja auch gerade wieder in diesem Land. Regierung verbietet SA und SS. Um einen befürchteten Putschversuch zu verhindern, verbietet die Reichsregierung die nationalsozialistischen Kampfverbände SA und SS. Nur die linken Kampfverbände sind nicht verboten worden. Rechtsgrundlage ist eine von Reichspräsident Paul von Hindenburg erlassene Notverordnung zur Sicherung der Staatsautorität gemäß Artikel 48 der Weimarer Verfassung. Die Staatsmacht unternimmt mit dieser Anordnung einen Versuch, sich gegen den überhandnehmenden Straßenterror der Nationalsozialisten zur Wehr zu setzen. Kommt heute nicht mehr dran, aber in einer der nächsten Geschichtsstunden in dem Jahr passiert in Altona, werden wir noch erfahren, wer hier wirklich wen gemeuchelt und getötet hat. Hinterrücks, hinterrücks. Aber diese Leute sind nicht verboten worden. Ne? Hier haben wir den Herrn, der wieder mal alles verboten hat. Ne, halt, doch ja,
Nach der Entlassung des Reichskanzlers Brüning am 30. Mai 1932 wird das Verbot der SA und SS wieder aufgehoben. Da sind wir mal schnell dabei. Leute, die ihrem rot-links-grünen Terrornetzwerk zu gefährlich werden könnten, weil die sich auch teilweise mal selber wehren gegen den Terror, der vorher von links, heute von grün noch und von rot ausgeübt wird. Weil die sich auch mal richtig dann wehren, die werden dann schnell verboten. Nur ihre Terrorbanden, wie wir sie heute kennen, der Antifa und diese ganzen anderen extremistischen Gruppen, die von Staatsgeldern, die wir über unsere Steuern, Abgaben und was es alles gibt, finanzieren, die werden nicht verboten. Die werden heroisiert als Aktivisten. Weiter geht's mit. Muss ich schauen, weil die Randbemerkungen sind. Ja, die Randbemerkungen kommen beide zuvorderst. 7. Mai 1932. Am Tag nach einem auf ihn verübten Revolverattentat erliegt Frankreichs Staatspräsident Paul Doumer seinen Kopfverletzungen. Ein Rechtsextremist hatte dem radikalsozialistischen Politiker in einem Haus in der Rue Berrière aufgelauert und mehrere Schüsse auf Doumer abgegeben. Ja, das ist natürlich wieder ein Rechtsextremist. Wahrscheinlich war es nur einer von denen, wie heute die Gelbwesten, die mit der Ausbeuterpolitik dieser Sozialisten, dieser Zionisten nicht mehr zufrieden war. Und da gibt es halt immer wieder mal Leute, die dann keine anderen Auswege mehr finden. So, wir sehen ja auch wieder, wie der Herr Macron mit seinen Schergen die friedlichen Protestler als Rechtsradikale und auch teilweise als Linksradikale, habe ich gehört, hinstellt, nur weil man ihnen verbieten will, dort zu demonstrieren, wo es ihr Recht ist, nämlich auf ihrem Territorium, in ihrem Land. Da will man wieder vorschreiben, wo jemand sich hinstellen darf und ein paar Parolen sprechen darf und sonst nichts. Nein, diese Verbote, wo wer wo was demonstrieren kann, das ist alles nur Unsinn und Unrecht. Denn wo ist ein Protest gegen einen Herrn Macron besser angebracht als direkt vor seinem Élysée-Palast? Wenn ich da 10 Kilometer weit wegstehe am Champs-Élysées, bringt das keinem was. Da lacht dieser Typ drüber. Und deswegen kann ich nur sagen, Gelbwesten macht weiter. Lasst nicht locker. Sorgt dafür, dass Frankreich wieder Frankreich gehört und nicht diesem zionistischen Typ vom Herrn Monsieur Macron. Ne? Weiter geht's mit dem 20. Mai 1932. Nachdem der österreichische Bundeskanzler Karl Buresch aufgrund eines Misstrauensvotums gescheitert ist und zurücktreten musste, bildet der bisherige Landwirtschaftsminister Engelbert Dollfuß ein Drei-Parteien-Kabinett. Dem Bündnis gehören neben der konservativen Christlichen Partei der Bürgerliche Landbund und der rechtsgerichtete Heimatblock an. Das waren die Randbemerkungen. Weiter geht's am 1. Juni 1932. Das Kabinett der Barone. Reichskanzler Franz von Papen, Vertreter des rechten Flügels der Zentrumspartei, stellt in Berlin sein neues Kabinett vor. Er hat auf Wunsch des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg ein Kabinett aus von Parteien unabhängigen Fachleuten gebildet, die überwiegend aus den Kreisen des konservativen Adels stammen. Die neue Regierung geht als Kabinett der Barone in die deutsche Geschichte ein. Am 30. Mai war Reichskanzler Heinrich Brüning von seinem Amt zurückgetreten, nachdem ihm Hindenburg das Vertrauen entzogen hatte. Vordergründiger Anlass war die politische Auseinandersetzung über ein von Brüning vorgelegtes Ostsiedlungsprogramm. In Wirklichkeit war der Kanzlersturz ebenso wie die Ernennung Franz von Papens das Ergebnis eines Intrigenspiels. Drahtzieher dieses für das autoritäre Präsidialsystem typischen Vorgangs war Reichswehrgeneral Kurt von Schleicher. Er spielt im neuen Kabinett der Barone als Reichswehrminister eine Schlüsselrolle. Na, wenn Leute wie Maaßen abserviert werden, weil sie links-rot-grüne Lügen entlarven, dann ist das Rechtsstaat und Verteidigung der Demokratie. Wenn andere Leute abservieren,
weil sie gegen das deutsche Volk handeln, wie dieser Herr von Brühl, dieser Herr Brüning, mit ihrem Besuch da in Paris, wo er wahrscheinlich schon damals vorbereitet hat, die Übergabe Deutschlands an Frankreich, wie es heute Merkel und Co. fortsetzen wollen, sage ich mal so, dann ist das immer eine Intrige. Weiter geht's mit dem Bild dazu. Die neue Regierung unter Franz von Papen, sitzend, dritter von links, ist ein anachronistisches Herrenkabinett. Mächtigster Mann im Hintergrund ist Reichswehrminister Kurt von Schleicher, stehend, dritter von links. Und das nächste, 20. Juni 1932. Benelux wirbt für freien Handel. Im schweizerischen Lausanne vereinbaren Vertreter Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs den gegenseitigen Abbau von Handelsbeschränkungen. Dem Abkommen sollen nach dem Willen der Benelux-Staaten weitere europäische Länder beitreten. Die Unterzeichner verpflichten sich, keine neuen Zölle einzuführen und die derzeit gültigen Zollsätze um jährlich 10% herabzusetzen. Der Abbau der Handelsbeschränkungen soll der Überwindung der Wirtschaftskrise dienen. Nach Ansicht der Vertragspartner sind Zollschranken, die den freien Austausch von Waren erschweren, kein geeignetes Mittel zur Genesung der Weltwirtschaft. Belgien, die Niederlande und Luxemburg hatten sich bereits 1927 auf eine gemeinsame Wirtschaftspolitik verständigt. Das waren die Anfänge der Auswüchse dieses zionistischen Welthandels, in dem nicht mehr Parlamente und demokratische Voten von Völkern entscheiden, was in ihren Ländern passiert, sondern imaginäre Vereinigungen, Verbände und Wirtschaftsbosse und Spekulanten wie ein Herr Soros und Bloomberg, wie Länder zu leben und zu handeln haben. Das waren die Beginn der Beginn. Und wie immer kommt es aus der Benelux-Richtung. 29. Juni 1932. König von Siam entmachtet. In Bangkok, der Hauptstadt von Siam, in Klammern Thailand, Klammer zu, beendet ein unblutiger Militärputsch die seit dem 16. Jahrhundert bestehende absolute Monarchie. Eine mehrtägige Abwesenheit von König Prayadipok aus der Hauptstadt Bangkok nutzt die Armeeführung zur Machtübernahme. Ausgelöst wurde der Umsturz im Land der 1000 Elefanten durch Versorgungsschwierigkeiten der Bevölkerung und wachsende Arbeitslosigkeit als Folge der Weltwirtschaftskrise. Darüber hinaus wuchs die Unzufriedenheit der bürgerlichen Mittelschicht über die Bevorzugung des Adels und der ausländischen Berater in Verwaltung und Militär. Die neuen Machthaber proklamieren eine Verfassung, die als Staatsform eine konstitutionelle Monarchie vorsieht. Der König ist von nun an auf die Zustimmung des Senats und der Volkspartei angewiesen. König Prayadhipok in Klammern Rama der Siebte, Klammer zu, von Siam in Klammern Thailand, Klammer zu, heute Thailand, und seine Frau Rambai Barney 1934 in London. Und da haben wir diesen König von Siam, heute Thailand, mit seiner Göttin. Ja, und damit sind wir erstmal durch für heute. Wie gesagt, das Jahr wird noch sehr interessant und sollte mich bei Facebook doch wieder der Bann treffen und jeder wissen will, wie es weitergeht, dem empfehle ich VK.com und bislang auch noch YouTube. Schauen wir mal, wie es da läuft weiter. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Dienstag. Viel Spaß und beim Anschauen des Videos. Ich hoffe, es war wieder informativ. Ihr habt das ein oder andere dazugelernt, Neues erfahren oder Altes wieder aufgefrischt, was ihr vielleicht schon irgendwo mal gehört und gewusst habt. Es gibt ein paar Anregungen zum Nachdenken. Und wie gesagt, zum Abschluss nochmal, habe ich an dem vorhergehenden Video, was ich heute zwei mache, aus wie gesagt, besagten Grund am Anfang,
klar und deutlich dargelegt, ich habe nichts gegen Juden, ich habe nur was gegen den Zionismus und gegen offensichtliche Unwahrheiten und Ungerechtigkeiten. Ne? Und das ist der Punkt und das werde ich immer wieder ansprechen. Ne? Auch wenn ein Herr Kramer zum Beispiel in Thüringen sowas vielleicht nicht möchte. Ich wünsche, wie gesagt, euch noch einen schönen restlichen Dienstag und verbleibe wie immer mit, haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, euer Egon.